Hallo liebe YouTube-Freunde, es ist wieder soweit und ihr erfahrt heute die Konstellationen für den Monat August 2020 mit der Prophezeiung Nostradamus. Heftig sind in diesem Monat die Auf- und Abs. Spannungen gibt es in den ersten 10 Tagen, doch danach wird es etwas besser werden. Und gute Leistungen und auch größere Erfolge werden wieder möglich sein. Trotzdem brodelt es in der Welt und es bleibt zu hoffen, dass kein Krieg ausbricht. Eine astrologische Konstellation für einen Krieg hatten wir bereits im August 2019. Wir standen damals kurz davor. Diese können wir aber schon 2030 wiederbekommen, nämlich dann, wenn die Sonne, Venus und der Mars im Löwen stehen. Ebenso sind die Konstellationen auch für einen trockenen und heißen Sommer zu deuten. Die Prophezeiung Nostradamus lautet für den August im Zenturie Vers 55. Ausgelöst durch die babylonischen Gesetze entstehen großes Blutvergießen. Unheil zu Land, im Meer, in der Luft und am Himmel. Hunger, Herrschaften, Seuchen und Durcheinander. Nostradamus warnt uns vor Kriegsgefahr rund um den Iran. Hier geht es um den modernen Krieg, um Kampfbombern und dergleichen. Hoffnung, dass dieser Krieg bald zu Ende ist, gibt es nicht. Also müssen die Regierungen aller Nationen alles daran setzen, friedlich und respektvoll miteinander umzugehen. Doch davon genug und versuchen wir diesen so heftigen August vernünftig zu gestalten. Ebenso müssen wir uns auf ein extremes Wetter einstellen, mit großer Hitze, heftigen Gewittern, Sturmböen und Regengüssen, die unsere Ernte vernichten kann. Dieses extreme Wetter sollte auch vor Reisen in andere Länder beachtet werden. Die Unfallgefahr ist sehr hoch. So bleibt bitte sehr vorsichtig und überlegt genau eure Planungen. So, jetzt wünsche ich euch allen einen schönen Monat August und bleibt zuversichtlich in jeder Hinsicht. Alles Liebe, eure Deria.